Da sind wir live und in Farbe aus Mertesdorf. 11. Spieltag Regionalliga Südwest. SV Eintracht Trier 05. Bahlinger SC Endstand vor 2600. 6000 wäre schön. Ja, 2635, glaube ich. Aber sah nur genug. Also für so ein Spiel finde ich schon jo, okay. Wenn der gegen die Tabelle 17. spielt, finde ich schon okay. Im Herbst. In dem Herbst, im Frühherbst, obwohl das Wetter war schön. Ja, Endstand 4:1, ne? Wir machen heute Kurzfassung draus. Weil der kleine Mann hier, der wird heute ja älter. Ja. Glückwunsch, Hermann. Danke. Alles gut. Ne, wir machen hier einen kleinen Party und wir waren halt ganz spontan, bevor wir anfangen zu grillen. Und ja, kommen wir kurz zum Spiel. Ne? Erste Halbzeit war eigentlich für uns, ich finde jetzt zwar gerade schlecht, aber wenn man den Unfall Waldorf weglassen, war der schlechteste die Saison. Absolut. Mit Abstand. Absolut die schlechteste die Saison. Wir gehen halt veräppelt. Gestalten im Hintergrund. Ja. Wir haben die Gegner stark gemacht. Obwohl für mich Spanien als C die schlechteste Gegner da war, der bisher da war. Auch da muss man so sagen. Ohne die jetzt zu schmälern. Das war die schlechteste Leistung eines Gastvereins. Yippie! Eines Gastvereins, die bei uns waren. Ach, kenn ich noch geschmückt. Hollandhütschi. ja, sorry für die ganzen Unterbrechungen. Komm mal kurz zum Spiel. Ne, wobei die Spontanität, habe ich gestern mal erfahren, kommt bei euch sehr gut an, weil es ist, wir haben einfach nicht autark. Aus deiner Menge raus, ohne Skript, ohne alles. Wir tun ja alle einfach nur heiße Schwätze, wie wir gerade drauf sind. Also, da laden wir den Gegner 1-0-1, was vollkommen unnötig war. Und also der Beifall oder der Pass, der den Spang da unterm Fuß durchgehen lässt, also ich weiß nicht, was los war mit dem in dem Moment, aber da kann darf einfach nicht passieren. Da darf in der Kreisliga nicht passieren. Mhm. Das muss man ganz klar so sagen. Aber er hat wohl, um vorzugreifen, hat Thomas Klaasen am Spiel auch gesagt und hat das in der Runde auch angesprochen, ne? Und wie auch da reagiert worden ist. Also, ne, man ist keinem ist ein Bös dafür, ne? Aber er weiß auch, das darf nicht passieren. Und da wird dann letztendlich zu dem Abschluss, der dann noch unglücklicher ausgeht, ne, mit dem Lattenschuss und Abpraller am Rado. Aber Thomas hat eigentlich in der PK treffend formuliert und sagte dann auch, Fußball ist ein Fehlersport. Ich sag mal mit meinen Worten, wenn Fehler werden gemacht im Spiel und dementsprechend hast du halt... und dementsprechend hast du halt... hat der Gegner Möglichkeiten, Tore zu schießen und wir haben auch Möglichkeit, Tore zu schießen, wenn der Gegner Fehler macht, ganz klar. Fand ich jetzt mal... eine moderne Aussage zum Thema Fußballspiel. Da müssen wir, ein Elfmeter. Elfmeter am Wuschi können wir streiten, du sagst 50-50. 50-50, ja, den hätte natürlich, glaube ich, den Ball noch gekriegt, hätte die Fußspitze da nicht erwischt, ne, das war schon knapp, ne. Und, klar, der Gegner kommt zu spät, trifft nur den Fuß, Wuschi fällt. Es gab schon andere Elfer, die gepfiffen worden sind. Ob er tatsächlich noch dran gekommen wäre, weil ich glaube, ein bisschen weit vorgelegt hatte, muss man dann sehen, ne? Ob das jetzt entscheidend war. Also 50-50 meiner Meinung nach. Ja. Dann kam vor unserem 1:1 kam dann die Situation, dass dann ein Flank in der 16er kam bei Balingen, Kopfball von irgendjemand oder Schuss von uns, ich weiß nicht mehr vor wem, auf die Latte drauf, prallt zurück auf die Fünfer und die Spange braucht nur einzuköpfen. Die Brust hinhalten, aber ja, schaffte drüber zu köpfen. Hat es geschafft, drüber zu köpfen. So wie einen klärenden Abwehrversuch. Ja, ich war gerade auf der falschen Seite. Ich hatte gerade auch schon Verteidiger gespielt. Die falschen Gedankengänge gehabt. Ja, ne? Passiert. Ja, ne? Das kam für ihn wahrscheinlich auch überraschend nochmal da an, muss man auch dazu sagen. Gut, aber ich muss ja sagen, jetzt haben wir mal eine schlechte Sicht aufs Spiel, wenn wir zu meiner spielen, at 1-1, habe ich auch nicht gesehen, weil ich mal wieder am Bierstand stand. Nur, wenn ich das jetzt heute nochmal gesehen habe in der Zusammenfassung, genial. Janis hält Flanke rein und ein Doro, siehst du dann die ganze Technik, die der hat. Ne, der nimmt er ja irgendwie auch, sagen wir, halber Vollspann. Ja, ne, auf jeden Fall direkt. Tor. Direkt Abnahme in Tor, das musst du ja erstmal hinkriegen. Ne? Ja, und da siehst du auch eine Qualität vom Torhof. Ne? Genauso siehst du dann im Spiel nachher,
Makete, habe ich sehr gefreut. Ja, ja, auf Doppelpack. Jeden Fall. Ja. Ja, das ist ja das Fußballspielen aberkannt worden, schon irgendwie in der Kurve, wenn man so die Stimmen zwischendurch gehört hat. Die waren dann auch plötzlich ruhig, ne? So, spätestens nach seinem zweiten. Makete kann Fußball spielen, Makete ist ein Torjäger, Makete braucht, stellt nur gerade. Ja, ja, klar. Makete braucht, Bälle, die verarbeiten kann und gut ist, ne? So. So sind die beiden Tore gefallen. 2-1 war klassischen, halbe Flugkopfball oder im 16er drin Gewühle. Er hält den Kopf hin und macht drin. Beim 3-1. Man muss sagen, beim 2-1 wieder Janis Held. Flanke. Ja. Ne? Also da zeigt doch nochmal, wie wichtig der Jung für uns ist. Wie viel Anteil der an den 4 Toren hatte, nämlich genau schon mal 2. Absolut. Ja. Und dann mit 4-1 vom Andreas Ivan fand ich auch genial. Lässt den Leute, also ein, zwei Leute austanzen, schlänzend dann seinem linken Fuß ins lange Eck. Wartet, glaube ich, sogar auch einen Moment. Guckt mal noch, ob irgendwo einem besser steht und nö. Und dann probiert ihn einfach so aus dem Hinterhalt. Ja. War eine super Sache. Das sieht man auch die Qualität, die so ein Mann auch hat. Dann hoffe ich nur, dass sich den Henry Weigelt nicht schwerer verletzt hat. Da hat Nettler mit Gehirnerschütterung 3-4 Wochen ausfällt. Ja, das hoffen wir auch. Im Endeffekt hat der Wechsel, ohne jetzt für die Ursache für den Wechsel, weil natürlich Schad dann da einen auf den Kopf gekriegt hat, aber der Wechsel, glaube ich, auch gut für das Spiel dann in dem Moment, ne? Den Ticken offensiver zu gehen. Ja, absolut. Hat im Spiel, glaube ich, auch gut getan. Absolut. Ja. Im Endeffekt war der ganz verdiente Sieg für uns. Wir haben 17 Punkte, wir stehen top da als Aufsteiger. Gefühlt könnte man 5 Punkte mehr haben, aber man muss mit dem zufrieden sein, wie es ist. War jetzt 2 schwere Auswärtsspiele vor der Brust, bevor Stuttgart kommt. Ja, muss man schon so sagen. Also wenn man jetzt sieht, jetzt stehen wir nach 11 Spielen, stehen wir vor den Stuttgarter Kickers. Ja. Ne? Am Anfang die sind die Punkte gehandelt worden als Top-Favorit für den Aufstieg nach der letzten Saison. Wer hätte das denn gedacht? Ne? Ja, niemand. Dass wir so da stehen. Niemand. Und man kann aber auch immer noch mal sagen, würde mir mit voller Kapelle spielen können. Durchgehen. Für die Geschichte ganz anders aus. Will man, glaube ich, noch ein gut Stück besser da stehen. Ich auch. Und oben mitspielen mit der Qualität, die wir einfach haben. Und ich glaube, dass wir in der Rückrunde auch, wenn wir alle Mann an Bord haben, in einer Qualität nochmal Platz haben, noch mehr Qualität, wie wir sie eh schon haben. Und dann wird noch einiges passieren. So, an der Stelle würde ich sagen. Einmal noch Danke an die Trierer Mädchen. Danke an die Trierer Mädchen für die beiden Jacken. Gestern hat mich sein gekriegt. Sind wir hier endlich im Partnerlook unterwegs. Meine Gäste hat Qualm, ich muss grillen. Ja. Vorbericht kommt dann irgendwann Donnerstag oder Freitag. Ja, müssen wir gucken. Jetzt haben wir Mittwoch, haben wir ja noch Rheinland-Pokal vor uns. Rheinland-Pokale Kassel, ja, genau. Jetzt vergessen. Machen wir keinen extra Bericht zu. Nein. Am besten mit ÖPNV anreisen. Ansonsten gibt es ein bisschen Chaos. Ja. Gucken wir mal. Vielleicht vor Ort, mal schauen wir mal. Gucken wir mal, ne? In diesem Sinne, euer Mich. Euer Herr. Ja, und jetzt ab in den Grill und Schönen Sonntag euch allen. Schickt euch und bis Mittwoch in Kassel. Ich denke mal, dass alle volle Kapelle an Bord ist am Mittwoch, ne?